Es ist nicht nur der Krieg in der Ukraine, der die Weltwirtschaft zurzeit in Turbulenzen bringt. Es sind auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. In Shanghai etwa, der riesigen Wirtschaftsmetropole in China, geht seit fast einem Monat wegen des jüngsten Corona-Ausbruchs dort nichts mehr. Die ganze Stadt ist im Lockdown. So sieht es die No-Covid-Strategie der Regierung vor. Das ist für die Bewohner beschwerlich, wird aber auch für die Menschen in aller Welt Folgen haben. Das Fotografieren ist Howards kleiner Fluchtmoment. Einmal am Tag spaziert der Innendesigner aus Taiwan kurz durch seine Wohnanlage in Shanghai und hält den Lockdown in Bildern fest. Es ist seine Art, nicht durchzudrehen. Wir wollen alle, dass diese Lockdown-Politik ein Ende hat. Sie haben alles zum Stillstand gebracht. Sie haben Shanghai zum Stillstand gebracht, die Wirtschaft und das Leben für die Lebenden. Die Menschen wollen Normalität zurück. Testen, sprühen und die nächste Bitte. Hier ist Howards Frau dran. Alltag in Shanghai. Und immer wenn jemand positiv ist, verlängert sich automatisch der Lockdown für alle um weitere 2 Wochen. Null Covid ist immer noch das Ziel und deshalb sieht Shanghai von Howards Fenster aus wie eine Geisterstadt. Die Regierung muss sich umstellen und das mehr wie eine Grippe behandeln. Wir müssen damit leben lernen und auch andere Impfstoffe einsetzen, nicht nur die chinesischen. Howard und seine Frau kommen noch vergleichsweise gut zurecht. Auch wenn es extrem teuer und zeitaufwendig geworden ist, selbst Grundnahrungsmittel zu bestellen. Doch in den sozialen Medien zeigen Videos immer wieder, wie andere an ihre Grenzen kommen. Dieser Mann rüttelt am Tor und ruft immer wieder, lasst mich hier raus. Und eine Seniorin wird schreiend in ein Quarantänezentrum geschleppt. Auch von dort gibt es Videos, Bett an Bett, keine Privatsphäre und manchmal nicht mal duschen. Auch die deutsche Monika Weibert, die seit Jahren in Shanghai lebt, war wegen Covid in Quarantäne. Sie hatte zwar Glück und sogar ein kleines Hotelzimmer, doch berichtet von viel Chaos. Mein erster Test in der Quarantäne war auch um 4 Uhr 9 nachts, um 4 Uhr 9, also sowas Verrücktes muss man sich mal vorstellen. Die sind komplett außer Kontrolle hier, meines Erachtens. Sie haben das nicht mehr im Griff. Auch im größten Containerhafen der Welt. Es stehen nicht genügend Lkw-Fahrer bereit. Daher müssen hunderte Schiffe darauf warten, entladen zu werden. Der Lockdown hat massive Folgen für die weltweiten Lieferketten und kein Ende in Sicht. In Howards Wohnanlage nehmen sich manche inzwischen kleine Freiheiten. Fahrradfahren ist hier eigentlich gerade verboten. Doch im Dauerlockdown von Shanghai kommt selbst der chinesische Überwachungsapparat hier und da an seine Grenzen. Und mein Kollege Michael Pawelec hat mit unserer Reporterin Eva Lambi-Schmidt in Shanghai gesprochen und sie zuerst gefragt, wie sie selbst die Situation vor Ort zurzeit erlebt. Ja, seit dem 1. April jetzt, das heißt seit etwas mehr als 3 Wochen. Das größte Problem war die Lebensmittelversorgung, wobei es in meinem Stadtteil noch recht gut lief. Also hier sind Care-Pakete von der Regierung regelmäßig angekommen mit Obst und Gemüse. Das war in anderen Stadtteilen nicht so. Also Freunde von mir zum Beispiel, die hatten ihre Mahlzeiten auf eine Mahlzeit pro Tag beschränkt, weil sie eben keine Care-Pakete bekommen hatten in der ersten Hälfte des Aprils. Und so ging es vielen Menschen, vor allem in der östlichen Seite Shanghais, sodass Menschen dort sogar schreiend aus den Fenstern geschrien hatten, aus Hunger und Verzweiflung, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Wenn man aus der Wohnung nicht rauskommt, was macht man dann zum Beispiel bei einem medizinischen Notfall? Das ist ein ganz großes Thema hier für die Menschen, dass sie sich wirklich Sorgen machen, weil wie in jeder Stadt gibt es ja hier auch Pflegebedürftige, Schwerkranke, Krebskranke, die auf regelmäßige medizinische Versorgung angewiesen sind. Und in den ersten 2-3 Wochen war das kaum möglich, dass diese Menschen ins Krankenhaus kommen können. Hier in China ist es so, auch für den normalen Arzt geht man ins Krankenhaus. Und es sind Menschen hier in China gestorben, in Shanghai, in der größten und modernsten Metropole Chinas. Vom Corona. Und mittlerweile gibt es jetzt Sondergenehmigungen, weil auch der Unmut in den sozialen Netzwerken sehr groß war. Die Regierung musste da handeln, also Sondergenehmigungen, dass Menschen wenigstens jetzt das Haus verlassen dürfen, um ins Krankenhaus zu gehen. Aber auch selbst da gibt es noch Unsicherheiten.
Man muss bedenken, es gibt keine Taxis, keinen öffentlichen Nahverkehr. Und dann ins Krankenhaus dann zu kommen auf eigene Faust, das ist dann sehr schwierig. Das Ganze also eine Extremsituation. Wir nehmen chinesische Menschen ja immer als sehr geduldig wahr. Nehmen die Bewohner das trotzdem einfach so hin? Also hier in China gibt es ja keine Presse- und Meinungsfreiheit. Trotzdem ist es hier in Shanghai ein Phänomen. Also Shanghai zieht ja sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, ist eine sehr internationale Stadt und vielleicht auch vom Mindset her ein bisschen freier, ein gehobener Lebensstandard. Die Menschen hier, die haben vereinzelt protestiert zu Beginn des Lockdowns viel, wirklich, weil sie existenzielle Ängste hatten zu verhungern. Und mittlerweile schlägt das um in, wir wollen auch frei sein. Und also diese Gedanken sind hier da, aber es beschränkt sich immer noch auf Einzelne, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen und ist lokal begrenzt. Zeigt sich das auch zum Beispiel bei Social-Media-Plattformen? Auf jeden Fall. Gerade jetzt gestern gab es ein Video, ein Zusammenschnitt von ganz vielen Audio-O-Tönen, von Anrufen und auch von O-Tönen von Helfern, die über ihre Lage gesprochen haben und von diesen Missständen. Also, dass Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, dass Menschen nicht an medizinische Versorgung kommen, dass Menschen nicht genug zu essen hatten, dass auch die Helfer unter massivem Druck standen. Alle diese Eindrücke wurden in einem Video gesammelt als Rückblick, die Stimmen des Aprils. Und dieses Video wird von den Internetzensoren gelöscht. Ich kann das Video nicht mehr sehen in den sozialen Netzwerken. Also dieses Video ist nicht mehr verfügbar, wird aber immer wieder, weil es sich trotzdem irgendwie über Wege noch verbreitet, immer wieder von den Nutzern online gestellt. Es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel gegen die Internetbehörden und man kann es jetzt auch auf den internationalen Plattformen sehen. Also das wird sich jetzt zumindest international verewigen. Haben die Behörden sich dazu geäußert, wie lange dieser Lockdown noch bestehen bleiben soll? Nee, die Menschen werden da eher im Dunkeln gelassen, auch wenn es diese Lockerungsankündigungen gab und auch schon Menschen, es hieß ja Millionen Menschen in die Freiheit, also das heißt auf die Straßen in ihrem Stadtviertel wieder entlassen wurden. Was ich allerdings beobachte auf den Straßen, es sind nur vereinzelt Leute unterwegs, die mal mit dem Fahrrad vorbeifahren und die Straßen sind eigentlich wirklich gespenstig leer. Wenn ich mich hier umhöre bei meinen Kontakten, ist es auch eher so, dass viele Wohnblocks gar nicht erst diese Lockerungen umgesetzt haben. Denn man muss sich vorstellen, dass es in kleinsten Einheiten organisiert. Also zuletzt kommt dann der Wächter, der dann gucken muss, wer rein und raus geht. Und wenn ihm das zu heikel ist, für seinen Bereich, wofür er verantwortlich ist, da zu öffnen, weil er Angst hat, dass neue Fälle auftreten könnten, dann macht er das nicht. Eva Lambi-Schmidt in Shanghai, dann wünsche ich noch viel Geduld in der eigenen Wohnung. Herzlichen Dank. Danke auch. Tschüss.